20. junija 41. года ми попали в плен на границе с Польшей. Я был ранен в голову, контужен и лишился левого глаза. Я не знаю, сколько времени я лежал, но придя к себе, когда я хотел встать, вдоль меня уже стояло два немецких солдата. 20. aprila 1942. godine došao je čuveni Vujković, vođa logora na Banjici, u našu sobu i rekao svi muškarci koji su zdravi bit će poslati na rad u Nemačku. Man muss sich immer wieder vorstellen, dass es besser ist, diese Leute gehen zugrunde, als dass sich unsere Frauen und Kinder einschränken müssen. Tja, da er wie also Tysker da. Er wird sein Tee po fem po Tischtag morgen, den 9. April 1940. Die snack om mareritt, men det var det. Fred, ja det var det. Nej, nej, vi är så långt från fred som man kan komma. Te putujemo. U smrt, sigurno ne na neko vinčanje. Wo fahren wir hin? In den Tod, sicher nicht auf eine Hochzeit. LKWs haben uns am Torbogen ausgeladen. Es fehlten die grünen Blätter, aber die Schrift mit fleißig Arbeit, Weg zur Freiheit war noch da. Er blickte auf das Brot, dann auf uns, so als ob er uns für das norwegische Brot danken wollte. Plötzlich wurde er ohnmächtig und fiel zu Boden. Er starb an Ort und Stelle. Mit dem halb aufgegessenen Brot in der Hand. Wir standen nur da, stumm und schockiert. Und wir haben noch nicht mal erfahren, wie er hieß. Unter uns war es so, dass derjenige, der wusste, dass er am nächsten Tag sterben wird, seine Portion abgab. Was sollte er noch machen? 25. April 1943. Heute ist der große christliche Feiertag, Ostersonntag, die Auferstehung Christi. Wir sollten zuerst... Am einfachsten erfriert die Nase. Sie wird zuerst vorne weiß und dann überall. Wenn dich jemand darauf aufmerksam macht, dann kannst du sie noch retten. Sonst, wenn du es nicht weißt, weil erfrieren spürt man nicht und du fasst sie etwas stärker an, um sie zu putzen oder wieso auch immer, ist sie weg, verloren. In Holzschuhen in dem kalten Wasser stehen, 10 Stunden bei mageren Rationen, das war glatter Mord. Mein liebes Mütterlein, ich kann nur immer wieder sagen, hier ist es wunderschön. Hier müsstest du einmal hinreisen, einmal die See erleben, die herrlichen Fjorde, die Elbe, Flüsse, die wilden Bergwasser mit den gigantischen Fellen. Ja, hier stammt unsere Rasse her. Das ist unsere Urheimat. Hier hauste Thor und die Riesen. Hier entstanden die kraftvollen Sagas und die Lieder der Helden.